ich habe mein Abi gemacht und dann studiert und dann habe ich meinen Doktor irgendwann gemacht auf der Straße. Hat er mich aufgenommen, ja. Ach Quatsch, die hatten wirklich null Perspektiven da. Träume hatten wir alle, aber keine Perspektiven. Irgendwann bin ich von diesem Milieu raus und dann einfach nur das Sportliche und habe mit allem abgeschlossen. Du siehst deinen ganzen Freundeskreis im Knast, der wird angeschossen, der wird erschossen, da stirbt da einer, weißt du das? Für was denn? Für was? Für ein bisschen Geld? Ja Leute, herzlich willkommen zu Beast Kitchen. Wen haben wir heute mit dabei? Kerim Engizek, Profi, Kampfsportler, UFC. MMA, genau. MMA, Entschuldigung. Wie geht's dir, Habibi? Alles gut. Erstmal danke für die Einladung. Ja, ich freue mich, dass du hier bist. Ich muss dir auch wirklich ehrlich gestehen, meine Community hat immer gesagt, bitte hol Kerim, hol bitte Kerim, hol bitte Kerim. Und Kerim ist nun heute hier. Jetzt schön, bin ich da. Habibi. Sehr schön. So, wir machen heute Hähnchenbrust mit Gemüse auf Minzpesto. Das Pesto besteht aus frischer Minze, Parmesan, Pinienkerne, etwas Apfelessig, Olivenöl. Und das Ganze schmecken wir mit Salz und Pfeffer ab. Dann kommt das Hähnchenbrustfilet, das werden wir gleich nochmal schön ein bisschen mit Gewürze marinieren. Und anschließend das Gemüse. Ich habe extra dieses Meal für dich ausgewählt. Das hat ordentliche Proteine, MMA-Fighter, damit er ordentlich zuschlagen kann. Ja, super. Ich bin mal gespannt gleich, wie das schmecken wird. Perfekt. Ich hoffe, ich werde dich nicht enttäuschen. Hoffe ich, werde ich auch. Sonst, Bibi. So, ich würde vorschlagen, wir fangen mit dem Fleischmarinieren an. Du kommst gleich zum Einsatz. Schau es dir bitte genau an, Kerim. Mhm. Dann kannst du gleich das nächste Stück machen. Hier, die Innenfilets, die schneiden wir raus, die sind zu klein. Okay. Die braten wir gleich extra an. Ja. Und schau mal, wir haben hier extra Hähnchenfleisch bestellt. Oder kommen lassen, das extra Biofleisch. Reine Bio-Haltung. Wie gesagt, in der letzten Zeit befasse ich mich wirklich mehr mit Bio. Okay. Ich esse mal nicht mehr dreimal am Tag Fleisch, vielleicht jetzt nur noch ein- oder zweimal, aber dafür vollwertiger und gesunder. Ja? Kann ich wirklich auch nur jedem empfehlen. Es ist schmackhafter und von der biologischen Verwertigkeit einfach nur gesünder und besser. Ja? Das machst du jetzt so, damit die Marinade besser aufgenommen wird, oder? Genau, richtig. Okay, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal was geschnitten habe. Wer? Außer meine Finger vielleicht. Wie sieht es mit deinem Fleischkonsum aus, Kerim, wenn ich fragen darf? Also ich achte auch schon sehr darauf, dass es Bio ist, yeah. Aber ich habe mein Fleischessen sehr reduziert. Vielleicht einmal die Woche, alle zwei Wochen einmal. Wow. Ich habe mir auch eine lange Zeit vegan ernährt, yeah. Aber das war dann zu krass. Was war zu krass? Dieses Vegane. Ich habe das jetzt, keine Ahnung, zwei, drei Monate am Stück. Yeah. Und ich war ein Hardcore-Fleischesser, jeden Tag Fleisch, Fleisch, yeah. Fleisch. Für mich war kein Essen ohne Fleisch, weißt du? Ja, yeah, Und dann habe ich das mal komplett sein lassen. Und jetzt reduziere ich das auf einmal die Woche. Und greifst du auch auf Biofleisch zurück? Ja, auch auf jeden Fall auf Biofleisch. Also ich kann dir und euch wirklich eine gute Quelle verraten. Josefs Bio-Halal-Fleisch. Ehrlich, schau dir die Homepage mal an. Und ihr bitte auch, ja? Er hat da wirklich richtig qualitatives Fleisch. Was du willst. Okay, muss man abchecken. Ehrlich, musst du wirklich abchecken. Vor allem jetzt, wenn du das wirklich nur einmal die Woche isst, da kannst du super zulangen. Und du sagtest, du hast dich vegan ernährt. Ja. Was ging nicht mehr an der veganen Ernährung? Ich sag dir gleich, warum ich dann Fleisch, mein Fleisch brauche. Nee, eigentlich geht das. Also, du kannst ja kreativ sein, auch wenn du vegan, wenn du dich vegan ernährst. Aber irgendwann ist das so, du gehst mit deinen Jungs raus. Generell, du bist immer in Verbindung mit Fleisch. Ja, dann ja. Denkst du dir irgendwann mal, ach komm, scheiß drauf, ich esse jetzt auch mal einen Steak. Ah, okay. Also, und dann weißt du, warum ich meinen Fleischkonsum brauche? Aus dem psychologischen Grund. Okay. Wenn ich in Fleisch reinbeiße, löst es in mir so einen animalischen Instinkt aus. Ehrlich. Ist ja was anderes, als wenn ich in Spargel reinbeiße. Wenn ich in Spargel reinbeiße, fühle ich mich wohl, lieb, ich sehe die Welt sehr bunt. Und wenn ich wirklich in Fleisch reinbeiße, dann weckt das immer so einen animalischen Instinkt in mir. Aber mittlerweile gibt es ja so viele so verschiedene Produkte, die sehr fleischähnlich schmecken und auch die Konsistenz haben. Natürlich wird das nie Fleisch sein, ne? Ja. Aber wenn du dir, ich sage dir aus eigener Erfahrung, ja. Wenn du das mal knallhart durchziehst, dann vermisst du das ehrlich gesagt auch nicht. Weißt du? Das ist wirklich so. Ich hätte niemals gedacht, dass ich mich mal vegan ernähre. Mhm. Hätte ich nie im Leben. Also ich habe mindestens zwei, drei Mal am Tag Fleisch gegessen. Ich brauche das wirklich. Und du weißt mittlerweile, was die da alles reinpumpen. Ja. Okay, wenn du sagst, hier, der Josef, der hat super Fleisch, dann müssen wir mal beim Josef mal vorbei. Ne? Schau mal vorbei und ich habe dazu auch noch mal einen Vlog gedreht. Leute, schaut euch den mal an, ehrlich, das ist top, top, top. Okay. Aber es geht heute nicht um Josef, auch nicht um das Hühnchen an sich, ja. Heute bist du der Ehrengast. Danke. Und mich würde so gerne interessieren, Kerim Engizek, Profi-MMA-Fighter, ja, spielst schon oben mit oder kämpfst oben mit und mich und meine Community und mich interessiert es,
Wie bist du dazu gekommen? Wann hast du damit angefangen? Lebst du davon? Seit wann lebst du davon? Dieses Ganze. Ich würde vorschlagen, wir fangen einfach mal mit der Jugend an. Erzähl mal, woher kommst du? Schule? Also, das ist die meistgestellte Frage, wie alt ich war, als ich angefangen habe. Ich habe mit 14 Jahren mit Kampfsport angefangen. Davor habe ich mich jeden Tag auf der Straße geboxt. Und ehrlich gesagt habe ich nur wie mein jüngeren Bruder angefangen. Ja? Ja. Grüße gehen raus. Er ging damals zum Boxen. Ja. Hat damals auch angefangen. Also wir haben das eigentlich nur zur Selbstverteidigung gemacht. Mhm. Weil wir kamen aus nicht so gutem Umfeld. Ja. Und dann irgendwann nach einem halben Jahr merke ich mir, ey, mein kleiner Bruder, der kann auf einmal boxen und wird nicht zu stark so persönlich. Wir haben uns, kennst du ja, unter Brüdern schlägt man sich. Ja, ja. Und dann haut der mir so Kombis rein. Denke ich mir, ey, will der mich verarschen, der Kleine? Du kleiner Drecksack, das soll ich sagen. Und das war nur ein Grund, warum ich dann auch zum Boxen gegangen bin. Ja, dass mein kleiner Bruder einfach nicht stärker ist als ich. Ja, cool. Aber irgendwann lag mir einfach und ihm auch. Und, mhm. Okay, so. Du sagtest, oder du hast gerade gesagt, du hast damit angefangen, hauptsächlich zur Selbstverteidigung. Du kommst aus einer anderen oder aus einer sozial schwachen Gegend, kann man das so sagen? Ja. Okay, welche Ecke war das, wenn ich fragen darf? Also ich bin mit 7 Jahren ins Heim gekommen, mein Bruder war 5, ich 7. Das war in Düsseldorf, im Kinderheim. Ja. Und da hast du wirklich zu 90% nur schwer erziehbare Kinder. Mhm. Sagen wir sind 11 Stück in einer Gruppe gewesen und davon waren 9 durch. Da gab es jeden Tag Schlägereien, sonst, ey, die waren krank, diese Jungs. Auch generell vom ganzen Heim. Da waren ja auch viele aus dem Ausland, aus Tunesien, Marokko, die konnten nicht mal ein Wort Deutsch. Ja. Und dann musstest du dich halt beweisen und wir waren halt klein, schwach, weißt du? Ja, und dann ging es jeden Tag zur Sache so. Dann, das war halt bei uns gang und gäbe, dass wir uns mal auf dem Hof getroffen haben oder draußen und dass wir uns da einfach gehauen haben. Mhm. Das war einfach nur abreagieren. Ja, abreagieren, aber wir hatten auch nichts zu tun, ehrlich gesagt. Ja, innerliche Wut. Mhm. Harter Tobak. So, jetzt werden wir, Kerem, die Marinade machen. Du kannst ruhig das Olivenöl nehmen, hier in den Teller machen, Chiliflocken auch rüberreichen. So, also einfach komplett rein? Genau, mach einfach komplett rein. Zack. Genau, dann einfach bitte die Chiliflocken auch. Je nachdem, wie scharf du es magst, tust du scharf essen? Ja, doch, schon ja, perfekt. Scharf. Dann streue einfach rein. Ich bin jetzt auch geübt. So, recht. Sehr gut. Salz? Genau. Ein bisschen. Zack. Ja, da geht noch was. Meinst du? Ja, ja. Perfekt. So, jetzt nehmen wir das. Lieber zu wenig, ne? Schon zu viel. Nachsalzen kann man immer. Das sagt immer mein Freund Yusuf auch. Grüße gehen raus, Yusuf. So, lieber Kerem, wir lassen jetzt hier das Fleisch ein bisschen in die Marinade ziehen und ich würde vorschlagen, wir machen jetzt das Pesto weiter. So, womit fangen wir an? Womit fängt die Minze kannst du komplett drüber nehmen. Einfach so ein bisschen grob hacken. Yes. Und dann tun wir das gleich hier rein. Okay, top. Wie sieht's bei dir aus? Machst du dein Essen selber oder? Nee, ich gehe also sehr oft draußen essen. Ja, okay, da kommen wir eigentlich schon direkt zu den ersten Fragen von Beast Kitchen. Ich habe immer hier zwei klassische Fragen bei Beast Kitchen. Die eine Frage wäre, gehst du draußen essen oder lieber zu Hause kochen? Das hättest du jetzt gerade beantwortet, du gehst lieber draußen essen. Das sieht jetzt nur so aus, als ob ich Profi bin. Der sieht gut aus, ne? Guck das mal, sieht super aus, zack, ehrlich. Zack, zack, steht dir gut. Weggucken, steht dir gut. Andere Frage, was wäre dein Lieblingsessen, Kerl? Ich habe ehrlich gesagt kein Lieblingsessen, aber was ich halt sehr oft häufig esse, ist Sushi. Ja? Ja, das was geht immer. Ja. Aber jetzt so bestimmt. Okay, du, also was ich raushöre, ganz kurz, Entschuldigung, was ich so raushöre, du tust eigentlich dein Essen nur essen wegen der Power. Das funktioniert. Ja, und, nee, mir muss Essen auch schmecken. Es muss auch schmecken. Bei mir ist das überhaupt nicht so wegen der Power. Ganz im Gegenteil. Okay. Bei mir muss das Essen schmecken. Okay, top. Also dein Favorite Meal wäre Sushi. Sushi. Ja, gut. Sehr das geht eigentlich immer. Weißt du, Sushi das ist top. Vor allem jetzt im Sommer. Sushi liebe ich auch. Ja. Mega geil. So, wir tun die Minze hier rein, Kirin. Dann können wir auch schon mal die Pinienkerne anrösten. Dann gibt das nochmal so ein röstiges Aroma schön in den Pesto rein, während die heiß wird. Okay. Mit 14 kamst du in Kinderheim? Ne, mit 7. Mit 7 kamst du in Kinderheim bis zum 14. Genau. Lebensjahr. 7 Jahre. 14, genau, bis zum 14. Wahnsinn. Also insgesamt, nee, ich war insgesamt bis ich 16 war. Bis du 16 warst. Ganz intime Frage, kannst du beantworten, musst du nicht. Was war der Grund, warum du in Kinderheim kamst mit deinem Bruder? Also nur kurz, mein Vater ging damals in den Knast, also wurde verhaftet. Und auch für eine sehr lange Zeit. Ja. Insgesamt über 15 Jahre gesessen. Wow. Und kannst du dir vorstellen, wenn du so viele Jungs hast, Mutter kommt nicht mehr drauf klar. Weißt du? Ja, ja, ja. Alle drehen am Rad, dann kommt mal schnell das Jugendamt zu dir nach Hause. Ja, ja. Okay, also bis zum 16. Lebensjahr im Kinderheim mehr oder weniger durchgeboxt. Genau. Ja. Perspektivlosigkeit.
Das war wie zu über 90% Perspektivlosigkeit. Ja. Das Problem war ja auch da, du hast ja gar keine Förderung gehabt, egal in was. Zum Beispiel, es gab wirklich viele Talente auch bei uns. Die meisten konnten gut kämpfen, yeah. Fußball, aber wir haben keine Förderung bekommen. Yeah. Keiner, der uns Fußballverein zahlt im Monat, das waren ja nur ein paar Euro. Yeah. Damals auch meine Tickets, ich habe damals bei Bayer Leverkusen geboxt, mhm. Und das schon in der Liga. Und die haben mir ja nicht mal das Ticket gezahlt. Krass. Da war jeden Tag so ein Katz-und-Maus-Spiel mit Fahrkartenkontrolleur und hin und her. Kennst du, ich war ein kleiner Junge, immer abhauen, da haben wir uns oft sogar gegen die geschlagen und so, weißt du? Ja, miese Zeiten. Und bis die dann irgendwann mal selber auch von Vereinen gesagt haben, komm, wir zahlen den Jungen mal sein Ticket. Ja, ja. Cooler Verein. Ja. Bayer Leverkusen. Bayer Leverkusen, bester Verein, ehrlich, da hab ich Grüße gehen raus. Bitte mehr davon. Wir mixen jetzt das Ganze erstmal hier an, bevor wir die Pinienkerne reinmachen, ja? Wir haben jetzt hier noch ein bisschen Olivenöl reingemacht, ja, um schön das Ganze durchzumixen. Pinienkerne kannst du mir geben, Habibi? Mach die ruhig rein. Ja. Da ist noch einer. Wir wollen nicht verschwenderisch sein, ne? Zack. So, wir haben jetzt die restlichen Zutaten reingemacht, die gerösteten Pinienkerne, den Parmesan, einen Schluck Apfelessig und natürlich etwas Salz. Hier, Bruder, probier mal. So. Boah, super. Ja? Ja, klar. Das hab ich ja auch gemacht. Aber ehrlich, ne, ist gut. Das ist wirklich gut. Sehr gut. Ich hätte jetzt wirklich gedacht, dass die Minze extrem stark rauskommt. Nee, überhaupt nicht. Das ist nur ein leichter Aroma, ne? Ja, ganz leichter Minzaroma. Hätte ich nicht gedacht, ne? Mit den und gut, dass wir die Pinienkerne geröstet haben. Schmeckst du das raus? Ja. Top. Ah, Tristan läuft schon wieder Wasser im Mund zusammen. Guck dir den mal an. Guck mal, wie die Ohren direkt alle so hochgehen. Weißt du, seine Signale, sein Instinkt direkt wieder hochgehen. Oh, schmeckt gut. Weißt du, wo. Ganz ruhig, du kriegst schon was ab. Alles gut. Kerim. Ja. Gemüse einmal grob hacken. Ich setz schon mal Wasser auf. Und nehmen dann, wir beides hier? Bohnen und Spargel hier, oder? Machen wir, ja, beides. Grob, also so Däumchen, kannst du sagen, ne? Obwohl, so dicken Ohr. Ja. Ganz kurz, bevor du reinschneidest. Ja, okay. Wie bist du gekommen zu diesem Bayer Leverkusen-Verein? Also ich habe bei Stefan Freudenreich angefangen. Bei wem? Stefan Freudenreich, der in Düsseldorf. Erstmal schöne Grüße an Stefan. Ja. Er hat uns auch, ehrlich gesagt, der war der Einzige, der uns geholfen hat. Er hat uns vom Heim aus abgeholt, zum Training hin und her gefahren. Er hat uns unterstützt. Irgendwann hat er selber gesehen, die Jungs haben viel Potenzial. Das ist so schade, dass die jetzt nur bei mir bleiben. Haben wir uns irgendwann getrennt, aber im Guten. Geil. Sind wir aufgestiegen nach Leverkusen. Die hatten ja schon einen sehr guten Namen. Und da hat er halt so, natürlich war jetzt nicht einfach, aber seine zwei besten, talentiertesten Jungs abgegeben. Ja, dein Bruder und dich. Mein Bruder und mich. Aber der hat uns immer unterstützt, gefördert. Und ja. Auf jeden Fall danke nochmal, Stefan. Perfekt. Steffen, super Arbeit. Okay, kannst du einmal grob schneiden. Ich setze in der Zeit das Wasser auf. Wie sieht das aus, wenn ich schneide? Gut? Na? Christian, wie sieht das aus? Steht das mir? Das ist also, ich denke, das wird dir stehen, Bruder. Ja, ehrlich, ne? Also öfters mal in die Küche. Ja, aber da kannst du wirklich... Muss mir noch ein paar Rezepte schicken, dann... Ich weiß, ich kenne eine coole Show auf YouTube, die du gucken kannst. Ja, wie heißt die denn? Beast Kitchen. Ehrlich. Habe ich mir immer von gehört. Ja, geile Show, kann man eine Menge lernen und ist immer ein cooler Talk und geile Rezepte. Ja. Kannst dir angucken und ihr Leute natürlich auch. Und mich würde es auch freuen, wirklich, wenn ihr das Ganze unterstützt, mal ein Abo dalassen würdet. Ja, und das kommt dabei raus. Genau, gib mal bitte Salz. Ich bin der Salzexperte heute. Also, salzen tust du öfters. So, das sieht schon geübt aus dem Handgelenk. Ne? Ja. Ich esse auch ehrlich gesagt nicht so viel Salz. Ne? Nee. Also ich gucke immer, dass ich wirklich nur morgens und mittags Salz drin habe. Zum Abend nehme ich kein Salz mehr. Okay. Weil das steigert ja unseren Blutdruck, ja. Und abends will ich lieber runterfahren, dann versuche ich immer auf Salz zu verzichten. Ja, bei mir ist halt wichtig, ich schwitze halt extrem viel, gerade bei uns im Sport, dass man halt so isotonisch ist. Ja, richtig. Aber das nehme ich dann halt über diese ganzen Getränke zu mir und Nahrung, Getränke. 16, Bayer Leverkusen. Yes. Beruf, irgendwas gemacht, Ausbildung, schulische, also Schulabschluss. Ja. Erzähl. Also ich habe mein Abi gemacht und dann studiert und
Da habe ich meinen Doktor irgendwann gemacht auf der Straße. Hat er mich ausgenommen. Ja? Ach Quatsch, ne, die hatten wirklich null Perspektiven da. Ich sage dir, mein Bruder war wirklich schon ein Genie in der Schule, was das angeht. Er war so gut, dass die irgendwann die Lehrer zu uns ins Heim kamen und gesagt, ey, was hat der Junge hier auf der Gesamtschule verloren? Der muss aufs Gymnasium oder eine Klasse überspringen. Mhm. Aber die haben uns, ich weiß nicht warum, immer unten gehalten. Also Perspektive gab es eigentlich ehrlich gesagt nicht. Träume hatten wir alle, aber keine Perspektiven. Und irgendwann hat sich so ergeben einfach alles. Also wir hatten echt das Glück, dass aus uns was geworden ist. Mein jüngerer Bruder hat seine Ausbildung zum Kaufmann gemacht, zum Immobilienkaufmann. Ich habe keine Ausbildung gemacht. Ich habe ab der 11. abgebrochen. Ich wollte mein Fachabi machen. Ja. Dachte ich mir irgendwann, das soll jetzt keine Animation sein, dass ihr eure Schule abbrechen sollt. Zieht eure Schule erstmal durch, Jungs. Gut zuhören, bitte. Das ist ganz, ganz wichtig. Bei mir, ich komme aus ganz anderen Verhältnissen, deswegen war das bei mir so der Fall. Ich habe dann die Schule abgebrochen. Mhm. Dachte ich mir irgendwann, ich gebe jetzt 100% Gas in meinem Sport. Ja. Hat auch leider nicht geklappt, weil ich ja keine Einnahmen hatte. Mhm. Und weißt du, dann führt das eine zu dem anderen. Milieu. Also, ja, dann bist du irgendwann rutscht du schnell in dieses Milieu ab. Und dann landest du im Nachtleben und kannst dich gar nicht auf Sport und Karriere konzentrieren. Das ist so diese klassische Geschichte, die man von Profisportler hört oder Profiboxer, MMA, Kickboxen. Das hört man leider immer wieder, dass das immer wieder mit Milieu in Verbindung gebracht wird. Ja, und ich finde es immer cool, dass du das nochmal so verdeutlichst, ja, dass das kein Zuckerschlecken war, dass du da reingerutscht bist oder reingekommen bist und dass du auch schnell erkannt hast, dass das nicht der richtige Weg ist. Oder ja, ganz schnell. Was war die Erkenntnis dazu? Du warst im Milieu drinne. Also erstmal nochmal. Ich kenne es selber aus meinen Zeiten. Ja. Es ist schwer, wenn du da einmal drinne bist, auch wieder rauszukommen. Ja, ob du willst oder nicht. Nicht, weil die Leute dich sagen, hey. Ja, ja. Sondern bei mir war es auch so ein bisschen so verankert. Ja? Ich weiß nicht, wie war es bei dir? Ja, das Problem ist, was habe ich gelernt? Mhm. Du kennst nichts anderes. Natürlich sagt jeder, ey, du könntest eine Ausbildung anfangen. Aber ihr habt die Verhältnisse nicht verstanden. Weißt du? Ich musste meine Miete selber zahlen. Das mit 17 Jahren. Zahl mal deine Miete. Verstehst du? Ich hatte einen jüngeren Bruder, den ich durchfüttern musste. Familie generell. Mhm. Und du hast nichts anderes gelernt. Du kannst nicht einfach sagen, hey, ich höre jetzt mal auf mit dem Milieu, gehe jetzt einen anständigen Weg. So. Mhm. Habe ich oft versucht. Das hat mir auch gar keinen Spaß gemacht. Wenn ich tauschen könnte, ich hätte mir das, natürlich eine normale Familie, hätte ich mir gerne gewünscht. Das war auch immer damals mein Traum. Aber jetzt ist es so gekommen, wie es ist. Mhm. Weißt du? Wir sagen Alhamdulillah, ist so. Alhamdulillah, sehr gut. Und ich lebe damit, ich heule auch nicht nach. Warum hatte ich so eine scheiß Kindheit? Das ist passiert. Du hast das Beste gemacht. Jetzt bin ich ein Mann, ich bin erwachsen, ich bin selbstständig. Ich bin gesund, das ist das Allerwichtigste. Top, top, sehr schön. Ja. So, das können wir jetzt so im kochendes Wasser machen. Das sind Zuckerbohnen, ne? Oder Zucker? Brechbohnen. Ach, Brechbohnen. Die Zuckerschoten sind die kleineren und die sind etwas breiter. Das macht mir langsam Spaß hier. Ehrlich. Das geil, höre ich gerne. Wir lassen jetzt das Gemüse köcheln. In der Zeit machen wir schon mal die Pfanne leicht heiß. Schule abgebrochen, du warst bei Bayer Leverkusen am Boxen. Wie und wann kam dieser Sprung von Leverkusen so richtig in die Profikarriere? Oder wer hat dich entdeckt? Wie kam es dazu? Also ich habe dann ja ungefähr anderthalb, zwei Jahre war ich in Leverkusen. Habe da relativ viele Kämpfe gemacht, über 40 Kämpfe in dieser kurzen Zeit. Und dann irgendwann, ich hatte einen Jugendbetreuer. Ja. Boah, der war der einzig Korrekte. Aber danach musste der auch leider gehen. Jabbar hieß der, Iraner. Er hat mich mit zu einer MMA-Veranstaltung mitgenommen in Wuppertal. Das war das erste Mal. Mhm. Ich habe das noch nie in meinem Leben vorher gesehen. Meine ich, boah, geil, das ist genau mein Ding. Mhm. Die haben sich da gefetzt, richtig gehauen. Die hatten ja kaum Hand, das waren so dünne Dinge, alles war erlaubt. Habe ich mir irgendwann mal gesagt, wo gibt es eine Schule hier? Habe ich mich ausfindig, also habe ich in Düsseldorf eine Schule gesucht. Hast recherchiert? Habe eine gefunden, direkt da angefangen. Ja. Und dann, das hat dann einfach so seinen Lauf genommen. Ja, irgendwann bin ich von diesem Milieu raus und dann halt nur das Sportliche und habe mit allem abgeschlossen. Du warst auch satt ein bisschen? Ja, ich war satt und vor allem, du siehst deinen ganzen Freundeskreis im Knast, der wird angeschossen, der wird erschossen, da stirbt da einer, weißt du, das, für was denn, für was, für ein bisschen Geld? Dachte ich mir, okay, dann lebst du, hast du Kohle, aber hast du jeden Tag Angst, dass die Bullen dir die Tür eintreten, oder? Dass du mal irgendwann von der Seite mal abgestochen wirst, weißt du, weil du den Falschen mal abgezogen hast. Da war ich also irgendwann mal satt. Dachte ich mir, komm, jetzt konzentrier dich einfach nur auf deinen Sport. Bisschen Kohle hast du gemacht. Und hat das auch ehrlich gesagt so
Hat zwar länger gedauert, aber hat dann auch geklappt. Ich habe das Gemüse schon mal vom Herd runtergenommen. Und jetzt braten wir die Hähnchenbrust an. Und mittlerweile bist du auf Profi-Ebene. Genau. Was kannst du uns dazu sagen? Also dazu, Profi kannst du nur werden, wenn du hundertprozentig danach lebst. Mhm. Du musst dich danach richten. Gut zuhören, bitte. Bitte, ey, das sind wichtige Sachen. Das sind wirklich sehr wichtige Informationen. Ja. Weil viele haben Träume, das haben wir alle. Genau, genau. Und das ist ein wichtiger Punkt. Und das versuche ich immer meiner Community mitzugeben. Genau. Und wäre cool, wenn ihr jetzt bitte auch einmal gut zuhören würdet. Hau raus. Also ist egal in welchem Bereich, ob du auch im Koch oder Fußball, Kampfsport, du musst danach leben. Du musst Uhrzeiten, deinen Schlaf, deine Ernährung, dein Freundeskreis, sehr, sehr wichtig. Weil man denkt oft von vielen Freunden, die wollen es, dass du es schaffst. Aber im Inneren wissen die ganz genau, wollen die, dass du fällst, weißt du? Genau, so ist das. Es gab viele leider in der Vergangenheit. Irgendwann kommt die Wahrheit irgendwann ans Tageslicht, weißt du? Ja. Sucht euch eure Freunde gut aus, euer Umfeld und zieht das durch. Ganz einfach. Und nicht morgen direkt Gas geben. Das ist auch immer wieder, was ich immer auch gerne betone. Ja. Ihr müsst das, worauf ihr Bock habt, wo ihr denkt, das ist euer Talent, leben. Genau so sieht es aus. Ein Unterschied zwischen Leben und Machen, wenn du das Leben tust, dann musst du deinen Schlaf, deine Freizeit, deine Nahrung, alles danach gestalten. Wie du auch gerade so schön gesagt hast, der Freundeskreis spielt auch eine große Rolle. Ja. Und A und O, du sollst es leben. Wer es leben tut, kann ich euch sagen, da bist du auf einem guten Weg. Wenn du es nur machst, geht es nur bis zu einem gewissen Punkt gut. Genau so sieht es aus. Und wenn dir ein Freund sagt, ey, komm, lass mal ein bisschen Party machen, dann ist das kein Freund, wenn er weiß, du hast ein Ziel vor Augen. Ein wahrer Freund sagt, ey, du gehst jetzt nach Hause. Ich kann machen, was ich will, weil ich will ja kein Profi sein, weißt du? Ja. Aber er sagt, du gehst jetzt nach Hause. Und das habe ich damals zu meinen Freunden gesagt. Die waren alles Top-Jungs. Ich habe 2, 3 Namen. Mhm. Die werden richtig durchgestartet. Die haben sich leider für den anderen Weg entschieden. Schade. Schade. Ja. Aber lass mal Real Talk, bitte. Das sind wirklich wichtige und wahre Worte. Und wir haben jetzt hier auch einen Profikampfsportler, der das Ganze noch mal unterstreichen tut und auch noch mal aus seiner Erfahrung berichtet. Also, wie gesagt, du hast es gelebt. Du hast dich alles angepasst in dein Leben. Ja. Und mittlerweile kannst du gut davon leben. Ja, mittlerweile gibt es zum Glück gute Gagen. Ich habe gute Sponsoren, ich habe einen guten Rücken, dass ich davon leben kann. Ja, sehr schön. Was hast du noch für Pläne in der Zukunft? Was für Ziele? Du bist ja schon oben mit dabei. Was kannst du noch toppen? Was gibt's? Also hundertprozentig will ich die UFC angreifen. Ja. Ich hatte auch schon ein Angebot gehabt. Ja. Letztens hat es leider nicht geklappt wegen meinem Visum. Ja. Aber wird definitiv auf jeden Fall was kommen. Also Richtung UFC? Ja, hundertprozentig UFC, nichts anderes. Ja, und McGregor, weggegangen? Der ist leider nicht meine Gewichtsklasse, ne? Aber schade. Ansonsten würde ich gerne gehen. Ja. Jeder, der gegen McGregor kämpft, ist einfach durch. Also der ist finanziell ausgesorgt. Ja? Ja, klar. Ja, der Typ macht dich reich. Ja, deswegen will auch jeder gegen ihn kämpfen. Ah. Nate Diaz war doch das beste Beispiel. Der ist auch ein langjähriger Kämpfer der UFC. Der meinte, ich habe in meinen ganzen 10 Jahren hier nicht so viel verdient mit einem Kampf wie gegen Conor McGregor. Krass. Weißt du? Krass. Der Typ ist einfach eine Gelddruckmaschine. Ja, das ist auch brutal. Das ist, glaube ich, auch so ein. Conor McGregor hatten wir auch kurz einmal draußen kurz unterhalten, wo du kamst. Der hat ja auch wirklich sehr viel Entertainment in diese Sportart mit reingebracht. Mittlerweile, viele hassen den mittlerweile. Ja. Aber ohne Scheiß, ohne Spaß. Durch Conor haben wir das meiste hier zu verdanken, also gerade wir im MMA. Er hat diesen Sport sehr weit nach vorne gebracht. Ja, der hat das richtig gepusht. Mittlerweile kennt der, fragt man Erwachsene, Frau, Mann, jeder weiß, was heutzutage MMA ist. Und er hat dazu einen sehr großen Teil beigetragen. Das stimmt. Ja. So, wir braten jetzt nochmal durch. Und dann habe ich noch eine Sache, was du vielleicht den Kids mitgeben könntest. Hier, das Messer. Wir kommen jetzt zum Ende von dem Kochprozess, Interview und eine Sache wirklich, ich habe viele junge Leute auf meiner Community, die mich und meine Gäste oft auch als Vorbilder sehen und du bist auch kommst aus einer Branche, wo ich das Ganze nochmal fühle mit dem Milieu, Heim und diesem ganzen Kampf und ich denke, viele meiner Community fühlen das auch und von daher ist es mir wirklich sehr wichtig, was kannst du den jungen Leuten da draußen mitgeben? Ja? Also gerade die jungen Leute, nimmt den Rat eines Älteren an. Zum Beispiel, ich war selber jung,
Wenn mir einer gesagt hat, er macht das und ich mach dies, ich hab mir gedacht, innerlich halt deine Fresse, ich mach, was ich will. Mhm. Aber nimmt das an. Ich habe schon einige Jahre Erfahrung, du wahrscheinlich auch. Mhm. Erspart euch dieses ganze Stress. Das hat auch gar nicht, ist nicht cool, sowas zu machen. Sei es irgendwas im Drogenmilieu oder du weißt selber, wie das Ganze ist. Ich weiß. Am Ende habt ihr nur, zieht ihr alle den Kürzeren. Gib Gas mit der Schule, mit Sport. Keine Ahnung, was soll ich noch dazu sagen? Also geht einfach den geraden Weg. Das ist so, was also, ich euch mitgeben kann. Wir können unterscheiden, was richtig und was falsch ist. Ja, genau. Ja, und du bist jetzt mittlerweile 29. Ja, genau. Ja, ich bin 36, noch einen Tacken älter. Zu meinem Zeitpunkt gab es nicht diese ganzen sozialen Medien, ja? Ja. Meine Vorbilder waren weit unerreichbar. Ich konnte die nicht hören. Das gab vielleicht nur einen Bericht, einen Artikel in irgendeiner Zeitschrift, ja? Ihr habt es wesentlich einfacher und nimmt diesen Ratschlag an, der Kerim uns heute mitgegeben hat. Ja. Ich danke dir. Danke dir, Mann. Ja, Mann. So, ich habe jetzt das Gemüse vom Wasser getrennt oder Gemüse aus dem Wasser geholt. Ich habe das extra schön heiß gelassen. Wieso, weshalb, warum, erfährt ihr jetzt gleich sofort. Dann machen wir hier jetzt noch einen Schuss Zitrone drauf. Dann haben wir hier den Parmesan. Der Parmesan müsste jetzt, weil das Gemüse so heiß ist, schmelzen. Und dann nehmen wir das Minzpesto. Boah, wie im Bilderbuch. Boah, was kannst du bitte hinstellen, dann mache ich den zweiten Teller fertig. Unser Bio-Hähnchen-Brust-Minz. Pesto auf Gemüse ist fertig. Also sieht sehr, sehr geil aus. Das freut mich. Ich hoffe, es schmeckt auch so gut, wie es aussieht. Ich hoffe, ich kann dich überzeugen. Wenn nicht. So. Wir probieren jetzt das Ganze. Weißt du, was man immer sagt? Nee, was sagt man? Bei Beast Kitchen hier immer? Nee. Bismillah und rein damit. Bismillah und rein, genau. Ja, Mann. So, Leute. Du hast mir richtig fette Stücke hier geschnitten. So. Brutal. Warte, ganz gut. Josef hat mich nicht enttäuscht. Nein? Nee, auf jeden Fall. Okay. Das schmeckt echt brutal, das Fleisch. Oh, guck mal, keine Werbung, bitte. Guck mal, wenn er scheiße schmecken will, würde ich sagen, es schmeckt scheiße. Ja. Ist echt geil. Danke. Super. Schön weich, ne? Boah, top. Zart, ne? Was mich an diesem Gericht, ich habe es jetzt auch wirklich zum ersten Mal gemacht, Hähnchen mit Minze. Wo ich das heute Morgen erfahren habe, du machst heute Hähnchen mit Minze. Da habe ich gedacht, was stimmt mit dem nicht? Aber das ist so ein geiles Aroma. Mhm. Wirklich, das kommt richtig brutal. Wie du eben sagst, die Minze ist nicht so penetrant. Ja. Ganz leicht ein Aroma, leichtes Aroma. Mhm. Die Pinienkerne schmeckst du raus. Schmeckst du aber alles raus. Chili. Super. Spargel. Jetzt nochmal das Gemüse mit Parmesan. Also das Pesto hat es mir wirklich super angetan. Ich bin wirklich davon überzeugt. Ja, zu Hähnchen. Ich kann mir aber auch sehr gut vorstellen, dass das zu Beef super schmeckt. Wenn du das sagst. Ja, ja. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Es freut mich, dass du heute ein Gast von mir da gewesen bist. Ja, vielen, vielen lieben Dank. War ein cooler Talk. Ja, ja. Dankeschön. Ich hoffe, euch gefällt's. Und noch was. Bitte. Die Community muss entscheiden, wer die dickeren Arme hat von uns beiden. Entscheidet, Leute. Nochmal so. Okay, okay. So, wer hat die dickeren Arme? Wer hat die dickeren Arme? Kommentiert das Ganze. Ja, alles cool. Und wirklich, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Du bist ein toller Mensch. Ich wünsche dir weiterhin auch auf deinem Weg wirklich viel, viel Erfolg. Ja, auch nur das Beste, Bruder. Ehrlich. Habibi, danke schön, danke schön. Eine Frage noch. Du hattest Kinderheim, schwere Zeiten gehabt. Ja, du hast gemerkt, es ist schwer da drinnen. Könntest du dir auch mal vorstellen, in Zukunft vielleicht so ein Kinderheim zu fördern, zu unterstützen? Klar, das, genau das also hatte ich schon seit längerem in Planung. Ja, das weil das hat die ganze Zeit so, das hat so im Hinterkopf, ich versuche auch immer ein bisschen was so gut zu machen und erzähl mal. Ja, das hatte ich schon länger in Planung, aber nicht nur für Kinderheimkinder, generell eigentlich für alle Kinder. Sozialschwache Kinder. Sozialschwache Kinder, auch die im Ausland, die ärmeren Länder, die viel weniger haben. Geil. Guck mal, das ist auch oft so eine Sache. Mir ging es schlecht, aber wenn ich mir die anderen Kinder in diesen Dritte-Welt-Ländern anschaue, denen geht es richtig dreckig. Ja. Dann denke ich mir jedes Mal, ey, sei einfach leise. Alhamdulillah, einfach Alhamdulillah. Alhamdulillah. Korrekt. Sehr toller Mensch. Kommentiert das Ganze. Über Abos würde ich mich, wie gesagt, freuen. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und wenn ihr noch was mehr über Kerim erfahren wollt, schaut auf dem 4-5 Studio-Channel vorbei. Da werden nochmal 7 Fragen von Kerim beantwortet. Ja? Vielen Dank fürs Zuschauen und auch auf Instagram. Ganz wichtig, schaut mal vorbei.
bei Kerem und beim Charos. Salam alaikum, ciao.